Willkommen zur Themenvorschau von Frequent Traveler TV. Heute Abend wieder live für euch. Eine frisch gepresste Sendung um 19 Uhr heute am, was haben wir denn eigentlich? Den 17. Juli. Themen, die wir vorbereitet haben bis jetzt, sind zum Beispiel: Das Gesetz zur kritischen Infrastruktur wird erarbeitet und da gibt es jetzt die ersten Formen, die man mitteilen kann. Das betrifft natürlich auch Flughäfen und ist auch spannend für uns im Rahmen der Klimakleberaktion, ob man da wieder mit Farbe aufs Vorfeld kann. Weiter geht es mit der Swiss. Die Swiss hat Pünktlichkeitsprobleme, ist eigentlich ein Garant für guten Service im Lufthansa-Konzern, aber im Moment ein Problem halt, was die Pünktlichkeit angeht. Da werden wir heute auch drauf eingehen. Dann 40% mehr Gehalt erhalten die United-Piloten. Das ist eine krasse Zahl. Auch da werde ich euch die Details nachher nennen. Und dann haben wir auf der italienischen Mittelmeerinsel, also quasi Sizilien, im Flughafen Catania Feuer gehabt. Was es dazu gibt und wie der Flugverkehr eingeschränkt ist, werde ich heute Abend auch nochmal euch erzählen. Und eine Serviceverbesserung. 2017 hat British Airways Tee eingeschränkt und auch quasi andere Dinge eingeführt auf dem Flug, die man zahlen muss, die normalerweise kostenfrei waren. Aber jetzt kommt der kostenlose Tee zum Beispiel zurück. Da muss man Rolle rückwärts machen. British Airways hat ja auch die Serviceversprechen nochmal erneuert und hat auch die Serviceleistung verbessert auf den Flügen. Schauen wir uns auch nochmal en Detail an, was da zu sagen ist. Wir haben natürlich heute auch wieder einen Deal. Und vorher haben wir aber auch nochmal aus der British Airways Lounge einen Bericht, dass es dort eine Pop-Up-Bar gibt für Roséwein. Also wer ein Roséwein-Freund ist, findet da natürlich seine Freude. Ja. Und wir haben Dearzone, den habe ich natürlich nicht direkt vergessen, sondern nur das andere Thema noch schnell eingeführt. Von Stockholm logischerweise nach Johannesburg 1.569 € im Return in der Business Class mit der Lufthansa Buchungsklasse P. Heute Abend auch die Details dazu, wie viele Meilen, wie viele Punkte, wie viel Status es damit gibt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch eventuell eine Kanalmitgliedschaft zu machen. Dann werden wir nämlich eure Fragen auf jeden Fall beantworten. Heute 19 Uhr, Frequent Traveler TV. Also, ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.